Willkommen zu einem Short View Review Spezial. Und weiter geht es, meine Transformers-Sammlung meiner Kindheit auszupacken. Bisher habe ich nur den großen Karton ausgepackt. Da waren zwei Videos, oder es wurden zwei Videos. Das letzte hat sogar den Rahmen gesprengt mit fast einer Stunde. Also Wahnsinn, ich wollte gar nicht so lang. Aber ja, das sind die Kartons, die wir heute auspacken. Und wir sehen uns gleich. So, ich habe die Kartons runtergeräumt vom Tisch, damit wir ins Detail gehen können, besser und ich die Figuren hier aufbauen kann. Wie gesagt, kurze Erklärung noch einmal. 15 Jahre lagen die bestimmt in Kartons verpackt. Ich habe damit früher gespielt. Das ist meine Kindheit, meine ganze Erinnerung, mein ganzer Spaß dabei. Und ja, sie sind nicht unbedingt vollständig. Die Waffen sind separat gelegt worden. Deswegen sind die Figuren, da fehlen entsprechende Teile, die habe ich abgenommen. Ich weiß nicht, in welchen Kartons was war. Ihr habt ja selbst meine Überraschung gesehen. Das sind, wer die anderen beiden Teile, die sind, werden beide verlinkt hier, gesehen hat, der wird sehen. Ich weiß, war sehr oft überrascht manchmal und ich habe mich echt gefreut, diese Dinge wiederzusehen. Ein Video über die Figuren im Speziellen wird es ein anderes Mal geben. Die Figuren werden sicherlich nochmal vorgestellt und dann werde ich auch detailliert zeigen. Jetzt nicht. Und ich fange an mit einem Überraschungspaket. Denn ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob das Transformers ist. Aber das werden wir jetzt sehen. So, ich schneide das einfach mal auf. Wie gesagt, ich habe alles irgendwann weggepackt und es kann sein, dass es was völlig anderes ist. Ich habe auch noch zwei, drei andere Sachen, die interessant sind. Und es können sogar Musik-CDs sein, glaube ich, aber nicht. Es klappert ein bisschen. Aber man weiß, was es ist. Mess wird es nicht sein. Ja, es ist Transformers. Aber ja, nicht nur. Nehmen wir es auseinander, schauen wir uns das genau an. Das wird spaßig. So, ich lege den Karton hier vorne hin. Das habe ich nicht mehr, das Messer. Und dann gucken wir mal, was wir Schönes da haben. Hier habe ich so einer der moderneren Transformer mit so einer Abschussvorrichtung. Da kann hier raufgesteckt werden. Und wenn man hier hinten durchguckte, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Na, ich versuche es mal. Da kann man durchgucken und entsprechend kann man da ein Bild einblenden. Es gibt so verschiedene Figuren, die haben Bilder gehabt und dann konnte man das sehen. Ich glaube, warte mal. Nee, hier ist nur zum Drehen. Aber da ist wie gesagt die Scheibe und wer da so durchguckte, konnte Ziele anvisieren und das war eben halt dabei so gedacht. Das konnte man dann ausklappen. Noch, es war dann einfach, ja, konnte man irgendwo anstecken, ich weiß gerade gar nicht wo, aber egal. Das war auch so eine spätere Figur, habe ich auch mal vom Flohmarkt. Ja, die Kanone wollte ich noch draufstecken. So. Na, bleibt drauf. So, weiter geht es. Ein Gobot. Ich habe auch Gobots, das ist ein großer Gobot. Ich weiß gar nicht, der fehlt hier, fehlt ein Teil. Der konnte sich auch verwandeln. Gobots waren ja von Bandai rausgebrachte Transformer. Na, ich weiß jetzt gar nicht, wie der sich verwandelt. Auf jeden Fall auch sehr stabil Metall. Auch aus den auch 85 herum, vielleicht sogar noch älter. Ich sehe jetzt hier keinen, aber es ist ein Gobot. Auch eine schicke Figur. Auch ein Transformer. Wie gesagt, Gobots, oder nicht wie gesagt, Gobots werde ich bestimmt auch nochmal einzeln aus vorstellen. Hier ist auch ein Gobot, der ist jetzt beschädigt, ein Rennwagen. Ich habe eine ganze Menge Gobots in der Sammlung, weil ich die auch sehr cool finde. Gummireifen. Ja, das Gesicht, hier unten sieht man das Gesicht. Die waren ein bisschen simpler in der Verwandlung, aber hatten auch irgendwas, haben Charme gehabt. So, hier habe ich auch einen Transformer aus einem Pretender. Ich glaube, das Fahrzeug dazu habe ich nicht mal. Die Figur habe ich mal so gekauft, auch auf Flohmarkt. Und ich sehe,
Wenn ich richtig sehe, ist die Waffe wohl abgebrochen. Da ist in der Öffnung was stecken geblieben. Aber wie gesagt, das war eine Figur vom Flohmarkt. Auch hier nochmal ein Gobot. Ein bisschen klebt das Plastik. Interessanterweise ein Helikopter, abgebrochen da die Sache. Aber die sind auch sehr empfindlich, die haben Metallgelenke gehabt und sind teilweise auch zerbröckelt. Nicht schön, oder sagen wir mal so, schon schön, aber speziell. So, von den Micromaster eine Basis. Das soll nicht passieren, aber es ist zum Glück heil geblieben. War ein extra Teil, was hier angesteckt war. Beziehungsweise das war hier angesteckt, so. Und da konnte ein Micromaster es ziehen. So. Das ist ein Knock-Off. Ich habe ihn auch mal irgendwann gefunden. Von Cycle, von einem Go-Board. Und da seht ihr, das war völlig aus Plastik, denn die Originalfigur ist aus Metall gewesen. Interessantes Teil, ist nicht vollständig, aber sowas gibt es auch. So. Ein Armada, ich sag mal Armada oder Cybertron-Fahrzeug, ein Raumschiff. Und ihr seht, auch angelaufen, zeitlich. Es ist noch nicht mal so alt. Wir hatten ja beim letzten Mal geklärt, das ist so bis 2005 erschienen. Und ihr seht, es ist wirklich im Karton, der war zugeklebt und er ist angelaufen. Aber egal, die Figur ist so gut wie vollständig, denn die kam mit diesen Minions. Das waren so eine Art Micromaster. Die konnten sich dann in Waffen verwandeln oder auch Sachen freischalten, so Baufahrzeuge oder so. Hier, wie gesagt, ein Rennwagen. Hier auch nochmal zerbrochen, aber ein Knock-off von einem Go-Bot. Ja, ich habe solche Sachen auch bekommen, eine Kanone. Hier auch nochmal eine Kanone zu diesem Transformer. Ach ja, und auch hier nochmal zwei von den kleineren Figuren. Von den Minions sozusagen, dieser Figuren, die hießen, ich werde nachgucken. Ich habe nachgeguckt, Minicons nannten sich diese kleinen Transformer, die entsprechend angesteckt werden konnten. Hier fehlt, glaube ich, eine Energiekapsel an der Seite und die haben eben halt bei einigen Figuren Funktionen freigeschaltet, aber sie konnten sich auch in Gegenstände verwandeln. Also das hier zum Beispiel, die konnten sich hier, glaube ich, in ein Schwert noch verwandeln und eben halt in zusätzliche Waffen. Die Idee war gar nicht so schlecht. Konnte man ein bisschen zusammenstecken. Ich weiß jetzt auch nicht wie. Ich habe die alle mal so mitgenommen. Ich habe sie nie geboxt gekauft. Ich habe sie mir alle irgendwo mal vom Flohmärkten. Bisschen habe ich immer mal ein bisschen mitgenommen, aber nicht wirklich. Ich habe da ein bisschen mich zurückgehalten. Zeitlang habe ich Go-Bots ein paar Sammlungen aufgekauft oder Convuls, wo auch eben halt Beschädigte waren. Ich habe hier nochmal einen Jet, der ist jetzt, da fehlt eine komplette Hälfte. Aber ja, und hier kann man eben sehen, das ist dieses Metall, hier so Metall und das bröckelt. Das ist Gussmetall. Ja, und das hält irgendwann nicht mehr. Hier war wohl ein Gelenk abgebrochen. Keine Ahnung, was man damit, ob man das als Ersatzteillager nutzen kann. Auf jeden Fall ist es eine schöne Erinnerung. Es sind auch schöne Transformer. So, der kleine Karton ist leer. Ich habe einen neuen. Einen größeren. Und ja, da sind Highlights drin. Ach, herrlich, herrlich. Und die sind herrlich eingestaubt. Ach du Schande. Ja, ich sag ja, ich habe sie auch bewahrt, ich muss sie reinigen. Double Dealer. Die Rakete, ich guck gerade, habe ich die hier drin? Nee, die wird einzeln sein. Also dieser Karton ist sehr staubig, der hat sich wohl geöffnet, wie auch immer. Double Dealer. Genial.
hat fehlt eine Rakete, ist ein, hier unten kann man sehen, ein Power Master und hat noch einen zweiten Power Master. Ich überlege gerade, ob der eingesteckt ist. Jedenfalls konnte man ihn nur entsprechend verwandeln, wenn die Power Master drin waren. Also auf jeder Seite konnte ein Power Master drin eingesteckt sein. Konnte sich in einen Vogel verwandeln, dann Power Master runter. Hier ist auch der Kopf. Auch eine sehr schön beliebte Figur. Kam jetzt auch als Charakter vor in der Netflix-Serie in Earthrise von Transformers. So, weiter geht's. Hier auch eine der absoluten Kultfiguren. Verstaubt, aber Dreadwing. Ein Powermaster bei uns. Godmaster in Japan. Herrlich. Mit seinem Bruder zusammen konnte er sich in einen großen verwandeln zusammen. Den habe ich auch hier. Müssen gereinigt werden. Der Staub ist da richtig reingekommen. Schade. Das macht keinen Spaß. Wusste ich aber nicht, konnte ich auch nicht vorhersehen. Sein Bruder. Zusammen können sich in einen verwandeln. Dreadwing und Darkwing. Dreadwind und Darkwing. So war das. So, hier habe ich meinen Onslaught Combaticon Anführer. Die Kanone habe ich separat, weil ich die Waffen eben halt extra gemacht habe. Auch eine sehr interessante Figur. Hier habe ich auch, sieht aus wie Longhorn, ist aber ein Autobot, ein Doppeltarget Master. Ich sehe, ich habe noch einen zweiten Slag. Ich wusste auch nicht, dass ich zwei davon habe. Der ist ein bisschen schlechteren Zustand. Hier fehlt hinten noch ein Fußteil. Und er hat auch einen schwarzen Kopf. Also ich habe ihn sogar zweimal. Habe ich auch nicht mehr gewusst. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber hier kommt... Gehen wir gleich weiter. Ach, dann machen wir das. Hier habe ich auch einen der Ultra-Mega-Pretender. Ich weiß gar nicht, wie konnte man jetzt aufklappen. Das ist ein Fahrzeug-Pretender, ja genau. Da ist dann die Figur drin und in der Figur, das war noch ein Pretender und der ist aber nicht drin, da war dann noch ein Transformer drin. Und da konnte da drin Platz nehmen. Stellen wir hier hin. Der konnte sich dann in ein Raumschiff verwandeln und dann ist hier Platz. Also hier konnte der Roboter rein, richtig, der kann auch noch aufklappen. Der konnte dann, wenn man die Füße ausgezogen hat, konnte er sich hinten aufklappen. Da konnte das reingeklemmt werden. Und ja. Ist halt auch ein netter Gimmick gewesen. Ich habe damit auch gern gespielt. Lege ich jetzt mal so hin. So. Kommen wir auch zu einem Highlight in meiner Sammlung. Er ist jetzt Latsch von den Dinobots. Ja, er verdient es, präsentiert zu werden. Die Füße habe ich hinten eingeklappt, damit die geschützt sind. Ja, das ist ja die Verwandlung von ihm. Sozusagen. Auch den habe ich mal neu gekauft und ihr werdet nicht glauben, der hat mich 10 Mark gekostet. Und die Geschichte von dieser Figur und auch von den Deluxe Insecticons, die sind auch in einer anderen Kiste noch, aber die habe ich auch. Auch sehr seltene G1-Figuren. Die Geschichte ist dazu, die gab es nicht bei uns im regulären Handel, seltsamerweise, sondern wir hatten in einem Nachbarort einen Billigmarkt, der hat Versicherungsschäden oder Produkte aus Versicherungsschäden verkauft. Und der hatte eine Transformers-Figuren gekriegt. Nicht viele, es waren wirklich, glaube ich, nur 4 Stück. Also ich glaube, er war, Sludge war es und die 3 Deluxe Insecticons, die ich mir auch alle gekauft habe. Kann sein, dass noch andere dabei waren, die habe ich aber nie gesehen. Ich habe wirklich alle gekauft, die es bei ihm gab. Und die haben je 10 Mark pro Box gekostet. War noch top, da war kein Schaden an der Box, nichts und so weiter. Es war halt aus Versicherungsschäden, was kann immer mal kommen. Da ist ein Lager halb abgebrannt, aber die Hälfte ist in Ordnung. Der hat es dann verkauft. Scheinbar war es nicht ganz legal, irgendwann wurde er dann dicht gemacht. Mir soll es egal sein. Auf jeden Fall habe ich mir diese Figur gekauft. Auch
noch ihren Mund auföffnen und habe 10 Mark bezahlt. Der ist noch im Top-Zustand, also Wahnsinn. Ich habe die Figur, natürlich die Aufkleber aufgeklebt und was haben wir hier? 1984. 1980 hat er auch so ein Logo, weil er auf als Takara-Figur 1980 erschien. 1980, das Silber glänzt. Der verdient eine gute Präsentation, gebe ich ganz ehrlich zu. Der muss präsentiert werden. So, weiter geht's. Ich habe hier noch einen Power Master, einen verstaubten Power Master. Der Motor fehlt, ist wie gesagt ein Japan Godmaster. Auch in gutem Zustand, habe ich mir auch mal gekauft. Grease Pit? Nee, egal. Auch ein sehr schönes Teil. Die Waffe. Ich habe ihn mal doppelt gehabt, habe ihn verkauft. Auch doppelt, aber egal. Ich sehe, hier kommen nicht mehr so viele. Diese Kiste ist gleich leer. Und ein Terracon. Ripper Snapper könnte sein. Oder Block Blot. Auch nicht schlecht. Wahnsinnig toll. Und ihr seht, der Tisch ist voll. Und ich überlege gerade, ich habe noch heute noch 2 weitere Kartons öffnen. Ich werde dieses Video gar nicht so lang machen. Ich werde nur diesen Karton und dann mache ich das Video beenden. Und beim nächsten Mal kommen die nächsten 2 Kartons, sodass wir stückchenweise ein bisschen rankommen, weil damit sich das lohnt, weil es auspackt, macht ja auch Spaß. Und es macht ja auch Spaß zu schauen, was ist. Denn ich habe jetzt noch 2 Highlights. Ich habe hier Blaster. Mein Original 1984 Blaster. G1. Tipps. Na, mit Stopptaste. Na, ich habe einfach. Man kann die Taste runterdrücken. Das war die Play-Taste. Und die Off-Taste. Dann kam die Taste hoch. Und hier ist die Eject-Taste. Und ich muss aufpassen, das ist ja eben halt. Ach, eject, ich will ejecten. Ich muss es so vorsichtig. Es geht nicht. Das ist so schade. Ich möchte gerne. Auf jeden Fall, ich habe ein Tape reingepackt. Das ist ein Laserbeak, glaube ich, oder den ich mal doppelt hatte. Der ist, glaube ich, auch beschädigt. Der Kopf ist abgebrochen. Ich wollte ihn euch zeigen. Ich möchte auch nichts kaputt machen, weil es ist ja halt auch älter. Ejecken klemmt. Aber das ist so ärgerlich. Das Witzige ist, das kommt ja aus der Microchange-Serie aus Japan und da war im Original ein echtes Radio drin. Und hier hinten seht ihr noch, wo die Batterie mal Platz genommen hatte. Und das Originalteil, das ist natürlich geschlossen. Aber er ist noch im Top-Zustand. Die Waffe habe ich auch noch. Das ist einfach ein. Und ich habe auch noch den Sua in der Box, sodass ich ihn schön präsentieren kann. Das ist auch einer der verdienten Präsentationen. Dass das nicht aufgeht. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich das jetzt kaputt mache. Aber er wird nur noch mal geöffnet und die Kassette wird rausgenommen. Oder er bleibt drin. Das weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall. Eine Figur ist hier noch drin, das soll es dann sein, und zwar, ich versuche mal, ich baue die kurz zusammen, weil ich muss sie leider zusammenbauen. Die ist, und ich werde die nicht kennen, weil es ist eine Diaclone-Figur, eine sehr seltene Diaclone-Figur. Mittlerweile. Und abgesehen, glaube ich, von den Raketen und einem Fußteil, habe ich das Teil noch komplett. Ja, leider ist auch ein Teil abgebrochen, sehe ich oben. Multiforce 14. 14 Teile, die sich in einen Transformer verwandeln. Die einzelnen sind so Fahrzeuge, weil, wie gesagt, im Original Diaclone waren kleine Männchen dabei, so Figuren, die man reinsetzen konnte. Es waren wirklich keine richtige
Spielserie, es war kein Prinzip dahinter, es waren einfach nur Figuren. Erst mit den Cartoons, eigentlich mit Transformers, kam ein Spielprinzip, eine Gruppierung hinzu. Aber wie gesagt, Multiforce 14, hier fehlt leider die Antenne. Das wäre dasselbe nochmal. So eine Abschussrampe, wo er drin stand, weil er konnte, das wurde dann abgeschossen. Hinten sind Löcher, da war es drin. Und fehlen tut hierfür in diesen Teil nur das zum Abschießen. Aber absolut eine 1983er Figur. Ich kann jetzt hier kein Datum direkt erkennen. Teilweise Metallstücke, teilweise Plastik. 14 Teile in einem. Ein absoluter Kult. So, Box ist leer und genau das heißt auch Videoschluss. Die nächsten Waggons, auch wenn ich sie versprochen habe, die folgen, weil es ist zu viel. Der Tisch ist voll, ich muss eh abräumen. Mit Blaster überlege ich mir, wenn ich das aufkriege, zeige ich doch mal die Kassette, aber ich glaube nicht. Ich werde das erstmal so lassen. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hinterlasst ein Abo, ein Like. Gerade ein Kommentar würde mich freuen. Was haltet ihr davon? Was kennt ihr aus eurer Kindheit? Habt ihr auch irgendwie eine Erinnerung damit verbunden? Lasst es mich wissen. Ich würde mich freuen über einen Austausch, denn ja, es macht irgendwie Spaß, sich darüber zu unterhalten. Und ich rede jetzt ja nur mit mir selbst. Ich rede meine Erfahrung. Und was denkt ihr? Und was haltet ihr von so einem Diaclone? Ich meine, das ist ein Schätzchen, wirklich, das kaum noch einer kennt. Aber egal. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns. Bis bald.